Sie rein, es ist auf. Setzen Sie sich. Ich höre. Der Mann, den Sie suchen. Ich suche keinen Mann. Die Polizei sucht ihn. Der Mann, den Sie suchen, hat hier in dieser Pension gewohnt. Dann werden sich ja noch viele melden. Nein, das werden Sie nicht. Er hat hier einen Oberlippenbart getragen, Koteletten und eine dunkle Brille. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Das wollte ich Ihnen überlassen. Es kommt darauf an, was Sie wollen. Sehen Sie, ich bin Detektiv aus Frankfurt. Ich bin Spezialist für Industriespionage und die Geschichte hat angefangen, mich zu interessieren, als ich diesen Mann sah. Was sagten Sie, wo hat er gewohnt? In welchem Zimmer? Ja? In dem hier. Ich bin gerade umgezogen in dieses Zimmer. Vor einer Stunde. Sie würden gerne die Räumlichkeiten durchsuchen? Nein, warum? Also. Ich will wissen, wer der Mörder meiner Frau ist. Und ich möchte Sie bitten, das herauszufinden. Sind Sie mit 10.000 einverstanden? Werden Sie die Polizei informieren über das, was ich weiß? Das kann ich nicht sagen. 20.000 als Vorschuss. Gut. Ich glaube, ich werde nichts sagen. Ich gehe dann jetzt. Sie haben kein Vertrauen in die Polizei, nicht? Nein. Habe ich nicht. Sie hören von mir. Thank you.
Was ist bei meinem Pass denn so interessant? Ja, wissen Sie, ich habe so selten einen französischen Pass in der Hand, nicht? Dankeschön.